Ideen und das Konzept für meine Songs, die sind eigentlich während meiner Langzeitreisen entstanden. Ich bin sehr viel gereist die letzten Jahre und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich auch sehr viel gesehen habe, was vielleicht nicht unbedingt immer schön ist. Sehr viel Müll im Ozean zum Beispiel, verschmutzte Strände, Tiere, die sich im Müll verfangen haben, die wir befreit haben. Und das waren alles Dinge, die ich auch auf den Reisen kennenlernen musste. Ich denke mir einfach, dass es immer noch zu wenig kommuniziert wird. Und da ich Sängerin bin, habe ich mir jetzt überlegt, ich würde das gerne mal versuchen, das über meine Musik zu kommunizieren. Das heißt, ich möchte ein Umweltmusikprojekt kreieren. Das ist meine Idee dazu. Und ich möchte Songs schreiben über Umweltthematiken. Diese Umweltthemen liegen mir einfach sehr am Herzen und ich finde das ganz, ganz spannend, über die Musik zu kommunizieren und Menschen damit auf emotionaler Ebene zu erreichen. Die einzige Möglichkeit für mich momentan, dieses Musikprojekt zu realisieren, ist die Möglichkeit übers Crowdfunding, und ich habe mich für die Kampagne bei Kickstarter entschieden, kickstarter.com, und ich wünsche mir, dass Menschen, die von dem Projekt überzeugt sind, mich dort unterstützen. Bis zum 1. September läuft diese Kampagne noch auf Kickstarter. 1. September morgens um 10 Uhr. Bis dahin hat jeder die Möglichkeit, mich bei diesem Projekt zu unterstützen. Und jede Art von Unterstützung, jeder Kontakt, jede Weiterleitung, jeder Beitrag auf der Plattform bringt mich dem Ziel ein Stück näher, mein Musikprojekt zu realisieren. Uff, ich glaube, dann schreie ich jetzt. Wenn dieses Crowdfunding erfolgreich verläuft, und das kann es nur, wenn ich 100% erreiche von der festgesetzten Crowdfunding-Summe, dann geht es gleich ins Tonstudio und da freue ich mich ganz besonders drauf. Dann geht es los mit den Songs, dann schreiben wir die Musik, dann kommen die Musiker, dann nehmen wir alles gemeinsam auf, und der Plan ist dann wirklich Ende September auch schon durch zu sein damit, sodass wir im Oktober ein Release-Konzert haben werden und dann hoffentlich auch schon die EP gedruckt in meinen Händen liegt. Mein Wunsch ist natürlich auch, dann die Songs live vorzutragen. Das heißt, ich bin eingeladen, auf der Umwelttagung in Hamburg zu singen zum Beispiel. Da werde ich mindestens 2 Songs auch vortragen. Ich bin ja ein junger Künstler wie jeder andere auch. Also warum soll ich nicht meine Songs vortragen, nur weil sie jetzt konzeptionell etwas anders gelagert sind? Ja, jeder ist ja frei, über was auch immer zu schreiben. Und es muss ja nicht immer eine Liebesbeziehung sein oder ein verlassener Partner oder so. Es kann ja eben auch mal das blutende Herz der Erde sein. Guessing how you feel, maybe.